Gut. Super. Mal die andere Seite. Gut. So, jetzt lasse ich die Emma ja einfach mal so gehen. Weil das ist natürlich ein ganz normaler Warmblüter, der auch so einen Schritt hat, der ganz normal ist. Wenn sie so geht, dann dreht sie auch deutlich das linke Hinterbein. Da sieht man das ja jetzt gleich mal. Ich korrigiere ja jetzt weder Balance noch Rotation. Ne, also da ist dann die physiologische Bewegung deutlich schlechter. Jetzt dreht sie das rechte Hinterbein. So, jetzt wollen wir ja daran arbeiten. Das heißt, ich beginne gern auch jetzt, also mittlerweile beginne ich gern so, vor allem bei einem Pferd wie ihr, die sich in Bezug auf die Hand immer beschwert, beginne ich gerne mit dem Aufnehmen am Sitz. Und das heißt nicht, also ich habe ja wieder was dazugelernt, das heißt nicht, ich nehme das Tempo zurück. Darum geht es nicht unbedingt, sondern ich möchte Kontakt mit meinem Sitz aufnehmen zur Wirbelsäule. Das heißt, ich möchte jetzt, Rechtsrotation fällt ihr ganz schwer, ich möchte jetzt, dass wir nach rechts wenden und dass sie dabei versucht, mich auch rechts sitzen zu lassen. Und dann merkt man schon, dann kommt das Pferd schon von ganz alleine ein bisschen zurück und versucht zu verstehen, was ich da will. Das dauert natürlich, also das wäre bei der Emma jetzt früher nicht gegangen. Aber es ist mal interessant, das zu tun, weil man eben nicht direkt das Pferd mental in das Maul leitet, sondern weil man. Da sieht man, was sie dann für eine Abwehr macht gegen das Gebiss am Anfang. Das ist einfach leider erste Ausbildung war schwierig, sagen wir mal, mit ihr. Beim Vorbesitzer oder Vorvorbesitzer ist ja auch egal. Ja, so. Na, sie hat einen Gleitwirbel, also sie hat ja sowieso Probleme da, auf das Gebiss positiv zu reagieren, weil sobald der Hals komprimiert wird, hat sie ein Problem. So, genau. Jetzt weiß ich, sie rotiert mir lieber nach links. Sie hat ein steifes Hinterbein hinten rechts. Das heißt, ich muss schauen, dass ich die Vorhand nach vorne rechts treten lasse. Das hilft in die Rotation rechts. Also, Rotation bedeutet bei mir jetzt immer, Rotation rechts bedeutet für mich Widerrist nach rechts, also Dornfortsitze nach rechts. Osteopathen sagen das gerne andersrum. Aber dann komme ich, dann sind wir nur noch mit links, rechts beschäftigt, wo man hinsitzt, ist ja dann anders, als wo man nicht hinsitzt. Ja, super. So, und jetzt habe ich ja am Maul noch gar nichts gefragt. Ich habe jetzt mal so ein bisschen die Zügel aufgenommen und quasi in der fixierten Hand hier unten hingestellt. Und man wird jetzt sofort merken, wenn sie die Rotation schafft. Also, wenn sie es schafft, genau den Widerrist ein bisschen nach rechts fallen zu lassen, das rechte Hinterbein ein bisschen in die Last zu bekommen, das linke Hinterbein dabei zu schonen, denn das ist deutlich überlastet. Während wir im besten Fall rechts sitzen und das Genick nach rechts bekommen, nicht den Hals, nur das Genick, so. Und dann sieht man schon, dann kommt sie von ganz alleine in eine schöne Haltung. So, jetzt versuche ich als Reiter mal noch zu überlegen, was kann ich noch mehr tun? Ja. Ah, fällt dir schwer? Wir wechseln nochmal. Ich nehme mein Brustbein noch nach oben, strecke meinen Oberkörper aus. Na, mein Pferd spiegelt immer meine Haltung. So, so. Das guckt die Bonita noch zu. Gut. Ja, so. Links fällt ihr deutlich leichter. So, und jetzt hier auch einmal ausprobieren. Über den Sitz das Pferd
in die Wirbelsäule denken zu lassen. Da, jetzt wird sie schon schön. Und wieder geradeaus und Ecken. Ja, ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt, das Pferd tensegral zu bewegen. Und so eine Situation, ja, die nutze ich jetzt. Ja, die nutze ich jetzt, um die Zügel aufzunehmen, sodass sie gar nicht erst in Abwehr kommt. Meine Finger sind halb geöffnet, damit mein Unterarm entspannt ist. Das ist wichtig für den Muskeltonus, den meine Hand am Zügel dem Pferd mitteilt. Ja, da muss man ein bisschen schauen, vielleicht auch, was man für Zügel hat. Weil je dünner und je feiner die Zügel, umso mehr muss man natürlich zupacken. So, eieiei. Na, merkt man schon, die Ecke ist schon schwer. Machen wir mal direkt noch ein. Beide Beine bilden eine Grenze, die die Hinterhand nicht übertreten darf. So, jetzt hat man gesehen, mein linkes Bein hat gefehlt. Jetzt ist deutlich besser. Jetzt kann sie auch links ein bisschen stabiler werden. Und Ecke links. So, aus dem Brustbein wieder hochdenken. Ja. Ja. So, und ich passe auf, dass sie mir nicht kippt. Ja, so. Gut. Sehr gut. Sie darf für die Ecke noch hochkommen und wenden, hochdenken. Ja, dabei darf sie nicht den Hals verkürzen. Und Ecke. Ja, gerade. Super. So, jetzt kommen wir in das tensegrale Bewegen. Das Pferd geht dann nicht mehr mechanisch, sondern als ganzes System funktionierend. Unter dem Gesichtspunkt der Biotensegrität Pferde zu arbeiten, hat noch mal eine ganz andere, ist noch mal eine andere Hausnummer sozusagen, weil es geht nicht mehr darum, das Pferd zu dressieren. Ja, das Pferd ist zwar langsam, aber es hat es halt gelernt, sondern es geht darum, dass das Pferd sich wirklich spürt. Und wenn sie sich tensegral korrekt bewegt, dann hört sie auch mit dem Seiltänzergang vorne auf. Oh, hinten wackelt's. Das war meine Schuld. Ja, ne, im besten Fall soll sie vorne ein bisschen breit treten und hinten recht schmal sich balancieren. Sehr gut. Sehr gut, Emma. Da kommt sie höher und noch höher. Ja, super. Sehr gut. Und einmal halten und los. Brav. Jawohl, gut. Na, also, Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen Schnupfen. Bei dem Wetter kein Wunder. Das heißt, ich versuche jetzt dem Pferd eben nämlich nicht mehr mechanisch zu erklären, hör mal, wir gehen hier langsam und wir richten uns auf, sondern es sind immer bestimmte Bewegungen, die das Pferd im Endeffekt dazu veranlassen, körperlich die richtige Entscheidung zu treffen. Das heißt, ich kommuniziere gar nicht so sehr mehr mit dem Gehirn des Pferdes, sondern vielmehr mit dem Körper des Pferdes. Jetzt gucken wir mal, dass wir so schön hoch auch rechts kommen. Das wird ihr schwer fallen, weil wenn die rechte Hüfte nicht absinkt, kann die Rotation nicht komplett nach rechts getragen werden, sozusagen. Ja, also es ist immer Huhn oder Ei, klar, aber die rechte Hüfte ist da ihr Problem. So, um das einzuleiten, kann ich sagen, wir gehen mal ein bisschen in einem Schulter herein mit etwas mehr Biegung, aber ohne dass mir dabei die Schulter abhaut. Ja, ich halte den Korridor. Ich versuche mich wieder nicht anzuspannen. Hier merkt man schon ihre Abwehr, wie schwer ihr das fällt. Aber sie ist immer noch ganz, ganz weich unterwegs. Ja, ihr Tritt ist weich. Oh nein, da hauen wir nicht nach außen ab. Genau. Ja, so. Also was für mich jetzt wichtig wäre, ist, wir kommen in eine Rechtsbiegung. Wir können nach rechts wenden. Ich kann dabei rechts sitzen. Sie kann dabei sich tensegral aufspannen, also nimmt körperlich mehr Raum ein, wird nicht kleiner und verspannter, sondern nimmt mehr Raum ein.
Und genau. Und wirft mich dabei nicht wieder nach außen in ihr äußeres Vorderbein im besten Fall. Ich habe das jetzt ein paar Tage gemacht. Da kann ich die Rotation jetzt rechts und links ganz gut abrufen. Ecke rechts. Oh, da ist sie im letzten Moment. Rotiert sie dann wieder nach links. Na, und dann schimpft sie. Das ist normal. Das ist auch wichtig so. Das soll sie auch ruhig machen. Weil da stimmt ja dann körperlich etwas nicht. Und das ist wichtig, dass sie das mitteilt. Also es darf sie äußern. Für mich ist das völlig richtig. Ne? Weil dieses Pferd da lässt sich nicht jetzt von mir reiten, weil ich immer sage, halt die Klappe, sondern im Gegenteil, weil ich das meiste, was sie mir sagt, eben dann respektiere. Einmal zurück ins Schulter vor, das hilft. Halten das Hinterbein, aber hinter uns. Ja. Und nochmal. Ah, ja. Rechtsecke. Ich denke wieder an mein Brustbein. Ja. Ja, genau. Gut. Gut. So, daraus wollen wir mal antraben. Eck rechts. Ja. Ganz tensegral. Rechtsrotation bleibt. Sie denkt jetzt ein bisschen an Piaf, das ist aber nicht schlimm. Ja. Vorderbein nach vorne innen, richtig. Nochmal Vorderbein nach vorne innen, richtig. Mein Brustbein hoch, 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 ja. Bin wieder in die Rechtsrotation. Genau, ich denke an einen ganz weichen Rücken. Sie soll nicht stoßen und mich hochschmeißen. Ecke rechts. Na, jetzt merkt man schon, sie entscheidet dann auch, nicht anzutraben, wenn es eben nicht einfach ist. Gut. Ich muss immer wieder denken. Locker. Jawohl. Locker sitzen, Brustbein heben, Vorhand nach vorne links. Das ist wirklich schwer für Sie hier vorne. Kann ich jetzt mal das Stöckchen so ein bisschen an die linke Schulter? Ja. Ja, der Galopp würde ihr jetzt helfen. Den können wir jetzt auch einmal nehmen. Wollen jetzt einmal in die Traversale rechts. Ja. 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 Langsam, langsam. Langsam. Rotation bleibt rechts. Achtung, da fliegt mir immer wieder so ein bisschen die Halsbasis nach links. Das muss ich einmal loben. Das war toll. Das hat sie als letztes jetzt gerade nur links gemacht. Dass ihr das rechts schwerer fällt, weiß ich. Und das hat sie jetzt super gemacht. Also es fühlt sich dann an, als würde das Pferd plötzlich im Trab sich kaum noch bewegen. Also als würde das Pferd wirklich fast jede Bewegung beenden, mit der Wirbelsäule mir aber entgegenkommen. Dieses Ende der Bewegung, das fühlt sich nur so an, weil der Takt so extrem langsam wird. Das ist sehr interessant. Aber das ist jetzt so, das sind erst die ersten paar Male, die Emma das jetzt so macht. Und dann denkt man ja sonst, wenn sie so trabt, dass sie gar nicht so viel Bewegung hat. Also wie jetzt zum Beispiel so eine Fahrer, die ihr ja auch schon gesehen habt. Aber
Es kommt eben darauf an, wie sie ihre Wirbelsäule organisiert. Das Potenzial für viel Bewegung hat sie. So, noch einmal. Weiche Finger, weiche Unterarme. Gut. Zurück ins Schulter vor. Gut. Ja. Ja, du darfst es jetzt im Galopp machen. Ja. Ich möchte, dass sie ganz leise galoppiert. Toll. Und sich auch hier der Takt ganz lang zieht. Toll. Ich lasse sie ziemlich gerade die Vorhand immer wieder nach rechts wenden. Und ich richte mich auf. Traben, Rotation rechts, Traversale rechts. Ui. Oh. Muss sie sich organisieren? Ah, dann schwankt's. Ecke rechts, Rotation rechts. Ja, traben. Ja, jetzt sucht sie wieder. Gut. Das findet sie eine tolle Übung, dass man dann immer wieder angaloppiert, traversiert, angaloppiert, traversiert. Ja. In eine tensegrale Piaffe. Ja. Rotation rechts. Sehr gut. Was der Unterschied ist zu einer Piaffe, wie sie dressiert ist. Ist, dass das Pferd eben in der tensegralen Piaffe sich weder mehr anstrengen muss, noch sich mehr aufregen muss. Sehr gut. So, jetzt wechsle ich mal die Hand. Ja, ich fange das Bein. Und Rotation links. Sehr gut, Emma. Links schafft sie es noch ein Stück höher. Ja, jetzt merke ich halt, dass sie manchmal so im Takt mit der Wirbelsäule so durch sich hindurch traben kann, auch wenn das alles immer noch ein bisschen im Seiltänzergang ist. Und da kommt sie mir deutlich vorne entgegen, während ich das Gefühl habe, ich sitze tiefer. Interessanterweise ist das bei der Fahrer ein ganz anderes Gefühl. Sehr gut. Einmal Traversale links. Brav. Ui, 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 Emma Wutz. Ui, ui, ui. Toll gemacht. Das war super. Ah. Da muss ich direkt abspringen. Das, sie hat jetzt so toll versucht. Das ist körperlich für sie nicht so einfach. Und da verändert sich das komplette Gefühl da oben drauf. Aber ich denke, den Unterschied konnte man sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann.